Grüß euch, Hausfreunde. Sören ist am Start und ja, nach wie vor, Sören muss was draufkriegen. Wie geht das am einfachsten mit dem Trinken, ne? So einfach ist das. Ist es für dich einfacher, was zu trinken, als zu essen? Riegel. Am allereinfachsten sind Riegel, dann kommt Trinken und dann ein riesiger Haufen. Ich glaube, einfach so ein Shake ist halt easy, geht schnell runter. Ne? Und dementsprechend gibt es hier in dem Video für euch die drei besten Masse-Aufbau-Shakes. Ganz wichtig finde ich bei der ganzen Geschichte, dass da nicht viele Zutaten drin sind. Aus diesem können wir drei verschiedene Shakes machen. Wichtig für alle, die zunehmen, wenn ihr Milch verwendet, ja, nehmt Vollmilch. Oder wenn ihr jetzt Veganer so seid, mit Mandelmilch oder irgendeine Milch, die auch ein bisschen Fette hat, damit ihr über die Milch an sich nochmal ein bisschen mehr Kalorien reinballert. Also kein Wasser nehmen. Und dann, wie wir sagen, wir haben hier auch ein bisschen Whey dabei, dass wir ein bisschen Eiweiß reinkriegen. Das sind drei Shakes mit drei verschiedenen Kalorienanzahlen. Wir haben einmal so um die 500 Kalorien, einmal 750 und einmal 900. Also ihr habt einmal so ein Low, Mittel und einmal, wenn ihr sagt, ey, ich brauche fast 1000 Kalorien, weil ich denke, mehr als 1000 Kalorien auf ein Ding sollte man auch nicht trinken. Das haut einem komplett um. Dementsprechend drei Variationen. Gönnt euch. Wir beginnen mit dem Magerquark Honigshake mit 513 Kilokalorien. Ja, richtig geile Eiweißbombe, 30 Gramm Eiweiß, 14 Gramm Fett und ganze 65 Gramm Kohlenhydrate. Er gibt 513 Kalorien. Wir brauchen für diesen schönen Shake 50 Gramm Haferflocken. Hat ja jeder zu Hause. Dann ballern wir dazu nochmal 100 Gramm Magerquark. Ja, wir brauchen ein bisschen Eiweiß, ganz, ganz wichtig, liebe Sportfreunde. Und nicht vergessen natürlich Vollmilch, wenn ihr zunehmen wollt. Da brauchen wir 300 Milliliter, dann nimmt ihr die mit ein bisschen mehr Fett. Ne? Guckt, wie die am meisten Fett hat im Supermarkt. Und dann noch einen schönen Tablespoon, einen Teelöffel, quasi Honig noch rein für den Geschmack. Soll ja nicht so langweilig schmecken. Alles in den Shaker, einfach ein, zwei Minuten durchballern durch den Mixer. Und dann haben wir hier einen leckeren Shake mit Zutaten, die wirklich jeder zu Hause hat. Schnell gemacht, easy peasy. So, Shake Nummer 1, Sören hier. Das ist der Honig-Magerquark. Mega easy gemacht. Nehmen den Deckel hier aufmachen. Zack. Kannst du ja mal sagen, wie es schmeckt. Ich bin mal gespannt. Teste mal. Da hast du nochmal ordentlich 513 Kalorien. Ist wahrscheinlich nicht spannend, weil jetzt nicht krass was drin ist, aber einfach. Es schmeckt so, wie nach dem, was drin ist. Also, man kann es trinken, es schmeckt wie Milch mit Quark eigentlich. Aber kriegt man runter, ne? Kriegt man auf jeden Fall. Das ist einfach mega schnell 500 Kalorien runter und schnell gemacht, ja. Das sind Sachen, die man fast zu Hause hat, also das ist easy schnell gemacht. Aber krass, es geht wirklich super gut. Geht runter, ne? Obwohl Quark und das ist das Ding, drin sind, ne? 500 Kalorien, eine halbe Pizza. Das kannst du auch. So muss das gehen. Ja. Der zweite Shake ist der sogenannte Nussklassiker. Ja, ein bisschen mehr Kalorien, hier haben wir 750 Kilokalorien schon, auch hier wieder die 300 Milliliter Vollmilch, ab in den Shaker, 30 Gramm Haferflocken dazu. Dann jetzt kommt natürlich das Special hier, 50 Gramm Nussbutter. Nehmt, was ihr da habt, am besten schön die Peanut Butter, weil ne, habt ihr meistens da am Start, kann aber auch Mandelbutter, wie auch immer sein. Wichtig, am besten cremig, ja, damit das nicht noch irgendwie so Stückchen am Ende hat, groß. Und dann nochmal 30 Gramm Whey. Geschmack eurer Wahl. Würde ich irgendwas nehmen, was dazu passt, irgendwas mit Schoko oder so. Und dann haben wir bei 750 Kilokalorien ganze 42 Gramm Kohlenhydrate, 40 Gramm Fett und eine richtige Eiweißbombe mit 50 Gramm Proteinen. Bäm, jetzt haben wir den Nussklassiker. So, 750 Kilokalorien. Ich bin gespannt, wie der runtergeht. Bam. Das riecht schon am besten. Einfach, ich glaube, einfach die Kombi aus dem Schoko-Whey und Nussbutter. Beste. Oh, das ist echt. Probier mal, ey. Das wird geil sein. Beste? Das schmeckt richtig gut. Cool. Ey, das schmeckt wie flüssige super. Peanut Butter, oder? Wie geil ist das denn, ey? Wie viel Kalorien hat der? 750. Alter, hau die Kacke weg, schmeckt geil. Da könnte ich einen Doppelten von trinken. Also geil, oder? Ey, das ist wie flüssige Peanut Butter. Ohne Witz, dem müsste mein Favorit bisher. Aber es kommt ja noch einer, Shake Nummer 3 ist jetzt so eine richtige Kalorienbombe, Mann. Für alle, die sagen, komm, das waren 700, 500 Kalorien, ey, ich brauche was Richtiges, haben wir hier einen Shake mit 900 Kilokalorien. Das ist der Avocado-Banane-Shake. Ich habe hier einfach mal das Whey ausgetauscht, weil ich dachte, Vanille schmeckt ein bisschen besser, was Helles, quasi zu der Avocado-Banane anstatt Schoko. Deswegen, wenn ihr habt, gönnt euch hier mal einen hellen Shake, irgendwie Vanille- oder Banane-Geschmack. Ja? Und hier brauchen wir 300 Milliliter wieder Vollmilch, schön. Eine Avocado, also schön trennen, auseinandernehmen. Wir brauchen natürlich hier nur die Guacobole daraus, also quasi die Avocado-Schmiere da, ja, aus einer Avocado rein, eine Banane rein und dann, wie gesagt, die 30 Gramm Whey, alles zusammen Mixer und dann haben wir, ja, einen richtig geilen Shake mit 900 Kilokalorien bei 47 Gramm Kohlenhydraten, 60 Gramm Fett natürlich wegen der Avocado, also auch gute Fette und 40 Gramm Eiweiß, also wirklich ein Shake, der richtig reingönnt. Yay!
Fertig ist er. Avocado, Banane mit Vanille Whey. Da das war der mit den meisten, oder wie viel hat er? Ey, der hatte 900 Kalorien, hat er jetzt. Also 900 Kalorien. Das ist eine Pizza. Wird ein bisschen cremiger. Guck mal, siehst du schon? Oh, krass. Oh. Wegen Avocado. Aber ich bin mal gespannt, ohne Witz. Gönn dir. Probier mal, ob du es runterkriegst. Aber was mach ich? Riecht eigentlich gut, riecht, ne? Riecht gut, oder? Avocado, Banane, Vanille. Ja, also wer Bock auf Avocado hat, kann sich auf jeden Fall den reinziehen. Also mein Favorit wäre der zweite. Der war auf jeden Fall gut, von den Kalorien auch. Und ja, schmeckt nach Avocado so. Ja, man hat diesen Nachgeschmack, ne? Man muss Avocado mögen so. Wenn man Avocado gar nicht mag, lass die Finger davon. Ich finde es aber so, ist es halt eine coole Mischung Banane und Avocado. Ihr müsst es mal probieren. Auf jeden Fall, wenn ihr Energie braucht, geht das am meisten rein. Ballert. Aber ich glaube, Favorit unser ist der Nuss, ne? Der zweite, der war jetzt, als würdest du Erdnussmus trinken, ne? Ey, ohne Witz, das wäre geil, wenn ihr auf Peanut Butter, auf Schoko oder so schmeckt, macht diesen Peanut auf jeden Fall mit Schoko Whey. Beste. Dementsprechend, ich hoffe, ihr habt eine kleine Anregung bekommen für 3 Masse-Shakes. Einmal 500, 750 und 900 Kalorien. Natürlich könnt ihr auch noch viel geilere Shakes machen. Ihr könnt es auch pimpen, wenn ihr Blaubeeren da habt, ballert die noch mit rein. Ihr könnt ein bisschen Früchte noch mit mehr reinmachen. Für mich war einfach das Ding, dass wir hier einfach Zutaten verwenden, die fast jeder zu Hause hat, die einfach sind. Ihr habt ja gesehen, maximal 4 Zutaten. Ihr braucht hier nicht Chiasamen und bla und bla. Ja, bei so einem Shake ist ja auch mal wieder so eine Sache beim Zunehmen. Es muss schnell und einfach sein, damit man es überhaupt macht. Ja, wenn man erstmal 3 Stunden einen Shake zubereiten muss, die Zutaten nicht zu Hause hat, dann trinkt man vielleicht auch gar nicht mehr. Und am Ende geht es darum, dass das Zeug reingeht. Dementsprechend 3 einfache Shakes, die schnell gehen, die meines Erachtens gut runtergehen und auch gut schmecken. Natürlich ist nicht Premium, aber kann man machen, ne? Natürlich, also man kriegt auf jeden Fall jeden runter. Schnell, und einfach, kann man. Der zweite, den kriegt man auf jeden Fall. Der zweite runter. Ist sogar richtig geil. Den müsst ihr machen, gönnt euch. Der ist gut.